Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator-Code sofort und gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir sind im Itemshop vom 2.11.2019 und die Musik ist ein bisschen zu laut, 20% machen wir mal so. Wir fangen direkt an auf der rechten Seite. Moment, erstmal, wir haben einen neuen Skin und eine neue Picke. Und eine neue Lackierung. Ja, Zombified. Zombifiziert. Zombifiziert finde ich, wie gesagt, ein bisschen vergeigt, ja, von denen. Also hätte man besser machen können, deswegen kriegt Zombifiziert von mir nur 5 von 10. 5 von 10? Mhm. Mir 7. 2,175 bei voll 6 Votes. Das war am 27. Oktober 2019 im Shop gewesen. Seitdem zweimal und 9 Reminders. Dann haben wir den fürchterlichen Funk, der war ja gestern bereits drin gewesen. Ja, und der hat eine Benotung von 3,63 von 5 bei 8 Votes. Das war beim 1. November 2019 im Shop gewesen. Und 5 Reminders. Ja, Rosita, beziehungsweise Rosa. Rosita finde ich ziemlich cool, kriegt von mir 9 von 10. 8 von 10. 3,96 von 5 bei 52 Votes, das war im November 2018 Shop gewesen, dann 4 mal und 100 Reminders. Dreh sie mal bitte. Drehen? Ja natürlich, ich will auch mal das Backpack sehen da hinten, geh mal da ran. Der ist auch reaktiv, der Skin, ne? Der ist reaktiv und dreh die nochmal und die sieht auch von vorne. Ja, für dich bringt der reaktiv eh nichts, weil... Dreh sie mal. So. Sieht nämlich echt cool aus. Schön, schön gemacht, wirklich. Ja. Dann kommen wir zum Reaper. Ja, die war ja auch jetzt ja. Die ganze Zeit drin. 4,725 bei 172 Votes, das ist vom 31. Oktober 2017 im Shop gewesen, seit 12 Mal und 1240 Reminders. Dante. Dante, auch bitte mal an den ranzoomen, nämlich auch ja, ziemlich geil gemacht, das Teil. Dante kriegt von mir auf jeden Fall 10 von 10. Leuchtet im Dunkeln. Achso. Mega geil. Leuchtet im Dunkeln, ist das einfach das Kreative. 9 von 10? 10 von 10. 10 von 10 von mir auch. 3,875 bei 39 Votes, das ist am 2. November 2018 im Shop gewesen, seit dem 4. und 73 Reminders. Auch Fun Fact. Der war das erste Mal am 2.11. im Shop gewesen und jetzt ist er wieder am 2.11. im Shop. So. Dann gehen Sie jetzt mal auf die Verhexte rechts, auf die Lackierung. Ne, erstmal kommen wir zum Knochenschall, den hatten wir schon. Den hatten wir ja schon. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie sich jetzt die Noten entwickelt haben. Ja. Ich habe versucht, diesen Skin im Gameplay zu finden. Keine Chance. Ja, weil das schon gerade wird spielt. Ich finde den so, ich finde ihn persönlich so cool. 2,9155 bei 11 Votes, ein Reminder. Also, ich finde ihn persönlich nicht so cool. So toll. Brainiac. Ja, hab ich schon schlimmer ausgesehen. Brainiac. Brainiac, hatten wir ja jetzt auch die ganze 4,3155 bei 49 Votes, das ist am 26. Oktober 2018 im Shop gewesen, 6x und 56 Reminders. Gut Trooper. Gut Trooper auch drin gewesen gestern. 4,5355 bei 313 Votes, das ist am 30. Oktober 2017 im Shop gewesen, 12x und 1834 Reminders. So, dann sind wir damit auch ja, schon. Ja, und jetzt kommen wir zu Skull Trooper. Skull Trooper. So. Skull Trooper. Ja, Skull Trooper klassisch, ne? 10 von 10. Von was will man dem anderes geben? Ja, 3,89 von 5 bei 209 Votes. Mhm. Das ist am 30. Oktober 2017 im Shop gewesen, 18 Mal und 731 gemeint das. Mhm. Shadow Ranger. Ebenfalls 10 von 10. Ja, auch 4,2355 bei 75 Votes, das ist am 10. Oktober 2018 im Shop gewesen, seit dem 8 Mal und 119 gemeint das. Schädel Sichel. Ja, kriegt die von dir. Die Schädelsichel kriegt von mir, was soll ich da geben? Die kriegt von mir 9 von 10. Mit 10 von 10. Die ziemlich cool. 4,6455 Boss, das ist am 10. Oktober 2018 im Shop gewesen, 9x111 Reminders. Oh. Sargsädler. 10 von 10. 10 Mega von 10. Geil. Von warte mal, das müsste gleich aufgehen. Genau. 4,3855 bei 29 Volt. Also am 10. Oktober 2018 im Shop gewesen. Seitdem 9 Mal und 19 Mal. Da gibt es auch unterschiedliche Styles, ne? Das siehst du schon. Das sind aber, glaube ich, ist nur die Farbe, glaube ich, ne, die sich ändert. Ja. Grün sieht aber besser aus. Grinsen der Ghoul. Der grinsende Ghoul 8 von 10. 9 von 10, das ist witzig. 3,3355 bei 6 Votes, zum ersten Mal am 22. Oktober 2019 im Shop gewesen, seitdem 3 Mal ein Reminder. So, jetzt kommen wir zu Faxed. Auch Animated.
Ja, animiert, aber. Nicht so toll. Nicht so wirklich toll, oder? Ich verstehe auch nicht, was hat das mit verhext zu tun? Ich habe keine Ahnung. Diese Farbgebung passt überhaupt nicht, finde ich. Also kann ich überhaupt nicht so anfangen, kriegt von mir 4 von 10. 4 von 10? Ja. Von mir kriegt die, jetzt habe ich das aus Versehen geschossen. Von mir kriegt verhext 5 von 10. Hat eine Benotung, keine Benotung und 0 Minus. Alles klar. Wir kommen erstmal zu der Picke. Und zwar ist das die Hexologie-Hacke. Oh, einmal draufhauen. Ja, zeig mal. Ja, toll. Aber die Picke sieht trotzdem geil aus. Mhm. Kriegt von mir 9 von 10. 9 von 10? Ne, 8 von 10. Von mir auch 8 von 10. Keine Benotung und 0 Reminders. Mhm. Und Hemlock. Ja, jetzt wartet mal. Alter, ich habe mich vorhin so erschrocken. Ich so, what? Was ist das? Zoom mal bitte an die ran. Das ist nämlich so crazy. Das ist really crazy. Warte nochmal, bis der Effekt nochmal kommt. Mega cool. Ja, weil schlecht zu spielen. Ich finde die trotzdem mega cool. Von mir kriegt die Lady 10 von 10. Ja, 10 von 10 kriegt sie auch von mir. Ich finde die mega cool. Kein Voting und 8 Reminders. So, jetzt. Hey, gleich. Ja. Ich habe dem ja gleich 2000 V-Bucks gekauft und jetzt darf der gleich sich mal einen Skin aus dem Shop aussuchen. Oh, das ist so schwer. Jetzt mal wirklich ohne Flachs. Das ist wirklich richtig schwer. Ja, weil ich finde, wie gesagt, ich persönlich finde Knochen Charlie mega geil. Ja. Ich finde aber auch Dante mega geil. Ich finde aber auch diese neue Hexe mega geil. Ja, ich finde die Hexe auch wünsche, also ich sag dir eins, Herr Gleich, die Hexe lohnt sich nicht zu kaufen bei dem Hut. Ich finde aber auch natürlich den Ghoul Trooper und den Skull Ranger, wobei ich persönlich bin eher so der Fan vom Skull Ranger, ja. Skull Trooper. Den finde ich nämlich auch richtig krank. Und ich weiß es nicht, ehrlich, ich weiß es nicht. Ich würde ja eigentlich echt fast am liebsten. Aber du hast vorhin hast du was Interessantes zu mir gesagt, ja. Geh mal bitte nochmal in diesen Knochen-Charlie rein. Ja, genau. So, du hast nämlich zu mir was Interessantes gesagt und das überzeugt mich davon. So würde der ja dann aussehen, wenn ich ihn spiele. Ja. So. Und da muss ich echt sagen, das sieht nicht so toll aus. Nee. Von hinten. Ja, ich meine, auch so geil ich das Teil von vorne und von der Seite finde, aber von hinten sieht das wirklich nicht so toll aus. Ja. So, und ja. Guck mal an. Ja, und das sieht halt bei dem Skull. Ghoul Trooper sieht so aus von hinten. Ja. Jetzt auch diesen Bärenkopf da hinten drauf. Ghoul Trooper sieht so aus. Ja, eigentlich hätte ich ja gerne das Bärchen gehabt, ne? Ja, ich hab's dir gesagt, Skull Ranger sieht so aus. Von hinten. Ja. Und der Skull, der Skull Trooper sieht so aus. Ja. Von hinten. Komm, dann nehme ich, auch wenn ich es überhaupt nicht, ich habe, was ich dem Herrn sofort immer gesagt, ich bin diesen Skin eigentlich nicht würdig. Ja, ich bin eigentlich gar nicht gut genug dafür. Da kommt ein Skull Trooper und der kann nichts. Ich weiß nicht. Skull Trooper oder Ghoul Trooper? Nein, wenn dann Skull Trooper. Skull Trooper? Ja. Also, willst du Skull Draw? Ja, komm, hau raus. Hau raus. Skull Trooper. Okay. Kauf rückgängig machen? Na, geht sowieso nicht mehr, glaube ich. Doch, geht. Nein, machen wir nicht. Nee? Nein. Okay. Gut. Skull Trooper. Ja. Dann hast du jetzt den Skull Trooper. Ja, vielen Dank. Hm. Geil. Sieht schon fett aus. Ja. Oder? So, jetzt müssen wir noch den Shop bewerten. Ja. Wir müssen den Shop bewerten. Love it. Und das ist einer der. Also momentan, die letzten Shops waren wirklich jetzt mehrere Tage in Folge mega geil. Kann nur ein Love it. 1981 Love it, 442 ist mehr und 604 Aids. Ja, jetzt hast du deinen. Jetzt bist du stolzer Besitzer des Skulltubers. Ja. Na? Ja. Wünsche viel Spaß damit. Müssen wir mal gucken, dass wir mal diesen neuen Skin finden irgendwie. Ja. Also Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Used unseren Supporter Creator Code, wenn ihr euch irgendwas aus dem Shop kaufen wollt oder wenn ihr euch Hemdlock kaufen wollt. Used unseren Supporter Creator Code, bevor ihr euch steht, was? Ich
wollt jemanden grüßen? Nächstes Video. Ich weiß es nicht mehr. Bis dahin noch rein und tschüss.